Hallo Freunde, müssen wir Angst haben um unser Geld? Müssen wir das Geld bei der Bank abheben, wenn wir es noch können? Müssen wir es unter das Kopfkissen schieben? Müssen wir Bitcoin kaufen, Gold, Silber, Öl, Lebensmittel, Waffen, Grundstücke? Wollen wir etwas machen? Müssen wir etwas machen? Müssen wir aufgeben? Ist das Weltsystem, das Weltfinanzsystem natürlich am Ende? Ist alles vorbei? Gibt es bald neue Euros, neue Deutsche Mark, weil alles zusammenbricht, auch die EU, alles? Ich habe diese Fragen alle in der letzten Woche vor allen Dingen gehört. Und ich habe immer gedacht, wo reden die denn alle? Faktum ist, dass wir in einem System leben, was irgendwann, und zwar wirklich irgendwann, einmal eine Reform erleben wird. Wer ein bisschen konservativ ist, wird diese Reform schon seit Jahrzehnten erwarten. Und es gibt ja immer wieder diese Gurus, die jeden Tag negativ brüllen, oh dieses, oh jenes, und davon leben, dass andere... Leute Angst haben. Also Fakt ist, dass es natürlich absoluter Käse ist. Wenn, wenn dieser eine Tag kommt, an dem das System geresettet wird, dann ist das so. Aber es ist so wie, vielleicht kennst du Winnie Pooh und das Picklet. Winnie Pooh sitzt da und guckt auf. Ich glaube, es ist ein, ein Teich oder auf die See. Und sagt, oh mein Gott, hoffentlich sterbe ich nicht. Das Piglet sagt, relax, du wirst nur an einem Tag sterben, an anderen, allen anderen Tagen stirbst du nicht. Und genau ist das hier. Wer sich davon Angst machen lässt, der, ähm, ja, der macht sich Unnötigerweise verrückt. Die Wahrheit ist, dass das Finanzsystem, so schlecht es auch ist, im Augenblick wohl alternativlos ist. Es ist äh, überhaupt nicht möglich, jetzt und auch gar nicht sinnvoll, die ähm, Geldmenge jetzt irgendwie an Gold zu binden oder so. Das geht auf keinen Fall. In der heutigen Zeit haben wir nämlich ganz andere Herausforderungen. Die Herausforderungen sind interessanterweise gar nicht, solange wir es nicht selbst versauen, wie die letzten Jahre durch irgendwelche Pandemien, die am Start waren und die mit Geld zugeschüttet wurden und damit einen Inflationsdruck ähm, gebracht haben. Manche würden sogar sagen, dass dieser Inflationsdruck gar nicht schlecht ist und dieser Inflationsdruck irgendwann natürlich auch zu einer Reformation des Systems führen kann. Aber die Wahrheit ist die, dass die großen Herausforderungen unserer heutigen Zeit alle deflationäre Natur sind. Das beste letzte Beispiel ist das ChatGPT Jet jetzt ja in der Version 4 verfügbar und ja, viel Kraftvoller, viel mehr nutzbarer als der, fast ehrlich gesagt, alte Kram, den es ja auch noch nicht so lange gegeben hat. Diese Dinge sind alle, wie auch Robotics, wie auch ähm, ja, das, äh, die ganze Computerei und alles, ist alles deflationär. Viele, viele Jobs werden demnächst durch Roboter ersetzt, viele. Jobs werden ersetzt durch künstliche Intelligenz, durch Computer. Und es wird dazu führen, dass viele Menschen arbeitslos werden. Deswegen, ja, diese ganze Quatscherei über das ähm, ja, Grundeinkommen, dieses bedingungslose Grundeinkommen, was sie ja testen, damit die Leute nicht äh, zur Revolution aufrufen und ähnliches machen. Damit die Leute irgendwie vielleicht im ja, im Moment nicht so erfolgreichen Metaverse oder wo auch immer eine Zukunft sehen und ruhig bleiben und nicht durchdrehen. Die Wahrheit ist also, dass die meisten Dinge, die wir haben, deflationär sind. Deflationär ist natürlich auch die Bevölkerungsentwicklung in China, beispielsweise, die Bevölkerungsentwicklung in Europa. Wir haben eine Bevölkerung, die abnimmt. Das heißt, Preise werden nicht steigen, sondern fallen, wenn sie nicht künstlich dazu gebracht werden zu steigen. Die Herausforderungen, die wir uns hier gerade jetzt in Europa, wir erinnern uns an die Gaskrise, die Elektrizitätskrise, wir erinnern uns an die neuen Ideen, die die Grünen haben mit Haussanierung, die von der EU jetzt Zwang, zwangs ja zwangsweise angeordnet werden mit äh, Beschränkungen für ähm, Bauern äh, mit weniger Lebensmittelanbau und hin und her. Also diese ganzen Sachen sind hausgemacht. Die ganzen Sachen sind hausgemacht und treiben die Preise. Der Krieg in der Ukraine ist hausgemacht und treibt die Preise. Trotz des Krieges in der Ukraine sind ja die Preise inzwischen wieder auf das Niveau vor dem Krieg gefallen. Wir reden da über Gas und ähm, das, was äh, wir so an Energie, ähm, an Preisen an der Börse vorfinden, nicht was dir deine Versorgungsanstalt ähm, abnimmt. Und auch da sind ja viele Dinge versteckt im Preis, die gar nichts mit der Energie zu tun haben. Sind irgendwelche Steuern, sind irgendwelche Abgaben, ähm, wird irgendwelche Ausgleichszahlungen, damit sich eben Windenergie, Sonnenenergie und so weiter besser lohnt. Das bezahlst du ja alles, obwohl du es gar nicht äh, bezahlen müsstest. Der Staat hat also hier die Gewalt und äh, bringt uns dazu, eben Preise zu zahlen, die wir gar nicht zahlen müssen. Jetzt aber zu den Banken. Warum musst du oder eben gerade nicht Angst haben um dein Geld? Grundsätzlich musst du verstehen, wenn du Geld auf deine Bank bringst, ist dies ein Kredit, den du an die Bank gibst. Wenn die Bank also an dich herantritt und sagt, hey, mein Lieber, ich möchte von dir Unterlagen haben, wie du das Geld verdienst, warum du das Geld verdienst, wie viel du hast und alles Mögliche, dann ist die Wahrheit, dass die Bank staatliche Funktionen übernommen hat und dich einfach als, oder die Bank, als Heuchposten benutzt wird, um herauszufinden, ob du ein guter Bürger bist oder auch nicht. Ein weiterer Grund, warum ich Banken grundsätzlich nicht mag. Sie sind einfach ein Schnüffelorgan und es geht darum, ja auch Steuern einzuziehen und so weiter und so fort. Und sie sind Helfershelfer in diesem Prozess. Genauso mit dem angeblichen Thema Geldwäsche. Der möglichen Bargeldabschaffung, der möglichen Einführung von, von Zentralbanken ausgegebenen Währungen, den Hindernissen, die sie zumindest hier in Zypern aufbauen, wenn du mit Krypto in Berührung kommen möchtest, wenn du in Krypto rein oder aus Krypto raus möchtest, blocken hier die Banken. Und äh, in Deutschland ist es, glaube ich, nicht so. Aber vielleicht bald. Die Sache ist ganz einfach. Wir befinden uns hier in einem Kreislauf, aus dem wir entweder irgendwann mal herausgehen als Ganzes oder aus dem wir nicht mehr herauskommen. Das ist die Frage. Die Frage ist die, ob es eine Alternative zu dem Finanzsystem gibt. Im Moment gibt es sie nicht. Keiner kann mir erzählen, dass äh, zum Beispiel Bitcoin oder ähnliches eine stabile Währung ist, es ist eher das Gegenteil, es ist eher ein Spekulationsobjekt. Und ähm, wenn du zum Beispiel sagst, ja, es gibt aber diese Stable Currencies, ähm, Tether oder wie sie alle heißen, das ist natürlich vollkommener Käse, weil damit hast du ja nur das, was du gerade vermeiden willst. Du willst ja aus dem Dollar oder aus dem Euro oder was auch immer deine Währung ist. Möchtest du ja raus und du möchtest ja nicht jetzt eben das haben, was du später vermeiden möchtest. Also du möchtest gar keine Stable-Währung haben, sondern du wirst dich ja aus dem System verabschieden wollen. Du bräuchtest irgendetwas Stabiles ähm, und das gibt es im Augenblick nicht. Du kannst zwar ein Bitcoin rein, vielleicht, vielleicht kommst du da nicht wieder raus. Das wissen wir alle nicht. Das werden wir alle erfahren. Wichtig ist jetzt zu verstehen, was passiert ist. Also es ist passiert. Dass eine der Banken und wahrscheinlich nicht nur eine, wie wir jetzt sehen, sondern viele Banken ein Problem damit haben, dass die Federal Reserve, also die amerikanische Notenbank, die Zinsen sehr schnell, sehr stark angehoben hat. Von einer quasi Nullzinspolitik, wir hier hatten ja sogar negative Zinsen hier, sind sie jetzt auf fünf Prozent schon gegangen. Wir waren im zweijährigen Bereich, das sind so die Zinsen, die ähm, für den kurzfristigen Bereich ähm, eine Benchmark äh, anbieten, waren wir bei 5% angekommen in Amerika und ähm, das in relativ kurzer Zeit. Die Banken haben ja eine Funktion, nicht nur, dass du Zahlungen leisten kannst, sondern sie geben ja auch Kredite und zwar mit deinem Geld und zwar geben sie mehr Kredite, als sie. Einlagen haben. Das führt, das führt dazu, dass äh, äh, ja, in Notlagen es diese Bankruns gibt. Also, dass Leute plötzlich ihr Geld wiederhaben wollen, weil sie jetzt Angst haben. Wir wollen also unsere Kredite wiederhaben. Das ist dieselbe Sache, die passiert, wenn die Bank herausfindet, dass du irgendwie Zahlungsschwierigkeiten hast, dann will die Bank den Kredit sofort kündigen. Die stellt es fällig und verwertet dann deine Sicherheiten. Zum Beispiel dein Haus oder ähnliches. Das würden wir natürlich auch gerne machen, aber wir haben gar keine Sicherheiten. Wir haben einen ungesicherten Kredit der Bank gegeben. Und das musst du verstehen. Du kannst dich auch nicht darauf beruhen, dass es Augenwischerei, dass es ja Einlagensicherungssysteme gibt. Diese Einlagensicherungssysteme... <laughs> Die sind genauso lange gut, solange wir alle sagen, wir machen nichts, wir glauben, dass es irgendwann mal bezahlt wird, dass wir irgendwann unser Geld zurückerhalten. Denn diese Einlagensicherungssysteme haben in der Regel nicht mal ein Prozent Deckung. Das Ziel in Europa ist, dass wir 0,8 Prozent Deckung haben. Wir haben das im Moment nicht. Selbst in dem, du weißt es ja, wenn du in Deutschland lebst, in diesem Sicherheits- Jeepern-Land, was immer nach Sicherheit sucht und strebt, selbst da haben wir nicht die 0,8% Deckungsquote, die in Europa versucht wird anzustreben. Du kannst dir also vorstellen, 0,8% heißt, wenn du 100 Euro auf der Bank hast, bekommst du 80 Cent. Soweit ist gedeckt. 80 Cent sind gedeckt. Der Rest ähm, ist nicht gedeckt. Das heißt, das ist dein Glauben, dass die Bank dir das irgendwann wieder zahlt. Und die Hoffnung, dass der Staat, heißt es ja immer, das dann deckt, dass er da einschreitet. Jetzt natürlich, wir haben ja wieder gesehen, schreitet der Staat ein, aber die Wahrheit ist, du bist der Staat. Es ist nicht so, dass der Staat irgendjemand ist, dem wir Geld aus der Tasche nehmen können, sondern das sind wir, das sind unsere Steuern. Unsere Steuern bestimmen, wie viel der Staat ausgeben kann. Deswegen nach immer neuen Staatsleistungen zu schreien, ist das Dümmste, was du machen kannst, weil der Staat muss es sich ja wiederholen und muss von dir dann höhere Steuern ähm, haben. Das bedeutet, warum sind die Steuern in Deutschland am höchsten? Warum sind die Abgaben auch die höchsten in Deutschland? Weil wir die deutschen am meisten von unserem staat haben wollen. wir haben das beste sozialsystem der welt. also ich sage wir aber ich bin nicht mehr teil davon. ich habe immer versucht aus diesem teil herauszukommen. ja ich habe möglichst schnell mich aus der gesetzlichen ähm, fürsorge befreit weil ich eben gesagt habe das brauche ich nicht, das will ich nicht, weil es überhaupt nichts bringt, weil das einfach Verschwendung ist von Geldern. Warum kann nicht jeder eigenverantwortlich am Start sein? Das alles, was ich hier mache, alles dieser Trading-Kanal, dieses Trading-Lernen, dieses Trading-Weitergeben, das beruht alles auf Eigenverantwortung. Und wenn du Eigenverantwortung lebst, wenn du wirklich finanziell frei werden willst, musst du das auch tun, dann veränderst du dein ganzes Leben, dann hörst du nämlich auf, nach irgendwelchen Hilfeleistungen zu schreien, weil du weißt, dass du dich selbst bezahlen musst. Und wenn du sogar davon ausgehst und die meisten Leute, die Trading lernen wollen, gehören zu den in Anführungsstrichen besser verdienen, dann bist du nämlich genau der, der noch viel mehr leisten muss als die, die ja jetzt schon dem System auf der Tasche liegen. In Amerika beispielsweise sind ca. 50 Prozent aller Amerikaner Leistungsempfänger vom Staat. Das heißt, sie zahlen weniger Steuern, als sie vom Staat herausbekommen. Und jeder, der also ein bisschen Geld verdient in Amerika, zahlt deswegen für alle anderen mit. Schrägstrich. Oder die Gesamtschulden des Staates steigen. Und das musst du dann auch irgendwann bezahlen, denn es wird dann irgendwann eben diese Währungsreform geben. Im Moment ist es so, dass die Schulden, wenn wir es beispielsweise mit Japan vergleichen, durchaus noch moderat sind. Das heißt, wir können in Anführungsstrichen darauf warten, bis es Japan erwischt. Dann wissen wir, dass wir irgendwann auch mal dran sind. Wir haben da so einen Musterfall. Daher ist es auch vollkommen verrückt, dass die Amerikaner jetzt eben ihre Zinsen so stark angehoben haben wegen O-Inflation weil witzigerweise die Japaner seit vielen vielen Jahren seit den 80er Jahren dieses Spiel gar nicht mehr mitmachen können, weil sie wissen, dass das Gebäude dann zusammenfällt. Sie müssen also weiterhin relativ niedrige, brutal niedrige Zinsen am Start haben und ja, versuchen so über die Runden zu kommen. Das eine wie das andere ist auf lange Sicht aber wie gesagt, auf lange Sicht, ähm, wir reden ja schon über, wenn wir sagen 80er Jahre, über ähm, ja, 40 Jahre lang ähm, Niedrigzinspolitik in Japan. Und da kannst du dir ausrechnen, dass es bei uns dann auch nicht morgen alles kaputt geht. Von daher ähm, nützt es gar nicht zu paniken. Das Einzige, was du wirklich machen kannst, ist. Ein Teil, einen Teil im Augenblick äh, zu streuen auf die eine Bank, auf die andere Bank und zu hoffen, dass eben ähm, ja, der Kelch an dir vorübergeht. Beziehungsweise die andere Möglichkeit ist einfach die Bank, die am größten ist, zu unterstützen mit weiteren Krediten deinerseits an diese Bank, weil genau diese größte Bank nämlich nicht pleite gehen kann, ohne dass das System pleite geht weil diese Banken sind systemwichtig wichtig für das System und werden daher immer vom Staat unterstützt. In Amerika sind das vier, die sogar als diese bezeichnet werden. Das heißt, dass die Citibank, die Bank of America, JP Morgan und Wells Fargo, wobei Wells Fargo da ein bisschen das schwarze Schaf ist. In Deutschland jetzt und die meisten meiner Zuschauer sind ja aus Deutschland. In Deutschland ist das ein bisschen anders. Die Deutsche Bank als die größte Bank in Deutschland ist relativ klein. Ja, das bedeutet, du bist gar nicht ähm, massiv sicher in der deutschen Bank, sondern du bist wahrscheinlich viel sicherer im Sparkassensystem, weil das Sparkassensystem quasi das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bildet und ohne die Sparkassen und äh, Reifeisenbanken ist ein anderes, auch ähm, ähm, ähnliches System, ähnlich großes System. Ähm, diese beiden, ohne diese beiden läuft es überhaupt nicht. Also, die können sie nicht kaputt gehen lassen. Sie können die eine oder andere sparkasse rups gehen lassen, aber die Sparkassen sind oft ähm, vom Land dann eben mit einer Bürgschaft versehen, sodass das Land das sowieso zahlt. Ich kann also. Aus meiner Sicht die Raten in Deutschland ähm, bei einer großen Sparkasse zu sein, nicht irgendwo bei einem Mini-Institut oder bei irgendeiner der Privatbanken, wo du vielleicht dein Geld verlieren kannst. Wie gesagt, diese ganzen Garantien, ich habe sie in Zypern erlebt, sind äh, nichts wert. Ähm, ist es ist nicht besonders clever. Ähm, wie gesagt, ich habe es erlebt. Äh, Plötzlich ist dein ganzes Geld weg und du hast nur noch 100.000 Euro übrig. Es gibt viele Leute, die sagen, ich hätte gerne 100.000 Euro, aber dann ist die, denke, sowieso leicht angeschlagen. Also, die Silicon Valley Bank ist pleite gegangen und wird vermutlich an diesem Wochenende jetzt verkauft. Sie haben Chapter 11 beantragt, sodass sie erstmal nicht ausgenommen werden. Können von irgendwelchen Gläubigern äh, werden wahrscheinlich übernommen, vielleicht schon an diesem Wochenende. Es gibt Gerüchte, dass die Bank of America, äh, eine der systemwichtigen Banken, wird es äh, übernehmen. Das ist für die in Klacks, weil die Bank äh, dadurch, dass die Aktien dieser Bank nichts mehr wert sind, sie praktisch die für einen Appel und ein Ei äh, übernehmen können. Also praktisch für Lau bekommen Sie eine Bank, die gerade eben noch Nummer 16 in Amerika war. Dasselbe wird äh, gesprochen von der Signature Bank, ähm, auch eine Bank, die pleite gegangen ist. Ähm, und äh, die First Republican, die ist auch äh, wohl dabei, kurz äh, übernommen zu werden, weil wir haben ja gesehen, die großen Banken wollten... Die Liquidität, mit der sie überschwemmt oder mit denen sie überschwemmt wurden, wollten sie zurückgeben. Sie wollten eine An Einlage bei dieser Bank machen. Ähm, es gab Leute, die davon 30 oder sogar mehr Milliarden gesprochen haben. Und äh, die Aktien sind aber weitergefallen, weil diese Bank versucht hat, sich selbst zu retten, indem sie nach einer Kapitalerhöhung gesucht hat und keiner mehr Vertrauen in diese Bank hat. Das heißt. Die Frage, die sich immer stellt, ist, hast du Vertrauen, ja oder nein? Und du solltest in der Regel bei dem ersten Gerücht, was auftaucht, dass deine Bank vielleicht nicht so clever ist und daher am Fliegenfänger hängen könnte, solltest du sofort rennen und dein Geld in Sicherheit bringen und zu einer anderen Bank. Es ist so wie im Kino. Wenn es im Kino brennt und du siehst es brennen und du siehst aber keiner rennt, dann solltest du nicht... Rufen, Feuer! Feuer! Weil dann kommst du nicht mehr raus, sondern du solltest ruhig zum Ausgang gehen, zum Notausgang, nicht da, wo das Feuer brennt, solltest rausgehen und dann erst den Leuten helfen, indem du auch Feuer rufst. So ähnlich, und das kannst du gut finden oder nicht, wie der Peter Thiel das gemacht hat, der hat sein Geld erstmal abgezogen von der Silicon Valley Bank und hat dann Feuer gerufen. Indem er allen Gesellschaften und auch öffentlich dazu aufgerufen hat, eben dort wegzugehen, weil diese Bank eben pleite gehen kann. Und viele haben es dann noch geschafft, die schnell reagieren können. Das ist eben das Darwinische Gesetz. Wer am schnellsten sich auf neue Dinge einstellen kann, der gewinnt. Das hat nichts damit zu tun, ob du stärker bist oder schwächer, denn sonst wären die Dinosaurier immer noch am Start. Die konnten sich nur nicht adaptieren an die neuen Umstände und sind daher dann ausgestorben. So passiert es dir dann auch mit deinen Einlagen, wenn du nicht schnell genug bist. So wie ich damals. Ich wollte damals in Bitcoin. Bitcoin war damals ca. 50 Euro. Ich wollte damals in Bitcoin mit meinem Geld. Ähm, ja, ich könnte jetzt wahrscheinlich davon die halbe Insel hier kaufen. Aber ähm, es ging nicht, ja, weil als ich die Taste drücke, drückte und ich wusste dann noch nicht, dass die Bank pleite ist. Ähm, da war es gesperrt. Ja, ich habe gedacht, was ist denn da los? Ich kann gar keine ähm, Überweisung tätigen. Das stand da in der Maske. Dass, äh, und natürlich hatte ich nicht 999 Millionen äh, und so weiter äh, Euro. Aber das wäre das Limit gewesen. So, so viel hätte ich aus dem Guthaben, wenn ich es denn gehabt hätte, äh, überweisen können. Ja, aus Guthaben konntest du nämlich alles überweisen. Da gab es gar keine Restriktion. Das habe ich versucht und es ging nicht, es war gesperrt. Und Kreditkarten ging nicht mehr. Und dann äh, am nächsten Morgen hieß es dann, ja, Bank ist äh, pleite und die EU hat zugeschlagen. Ähm, ja, und dann gab es den Bail-In und dann waren nur noch 100.000 Euro übrig. Also, die, das kann dir übrigens auch passieren mit einer Vermögensabgabe. Das ist seit 2014 steht es auf der Bundesbankseite und äh, auf der Seite der EZB alles äh, schon ähm, äh, möglich. Wenn eine Bank in Schwierigkeiten gerät in der EU, kann das also passieren. Da kannst du einen Bail-in erleben ähm, und äh, die Ideen, die sie dann haben, ist nicht das ganze Geld wegzunehmen, sondern irgendwie 10 bis 20 Prozent wegzunehmen. Vielleicht auch bei anderen Banken, um dann äh, eine äh, Krise im gesamten Finanzsektor äh, zu unterbinden. Die Wahrheit ist, die FED, also die amerikanische Notenbank hat versucht, diese Inflation zu bekämpfen mit schnellen Zinserhöhungen. Relativ spät angefangen, aber das war aus politischen Gründen. Und dann besonders schnell gemacht, um den Effekt zu erzielen. Das geht in der heutigen Landschaft nicht mehr, weil zu viele Leute zu finanzschwach sind, um ihre Kredite zu bezahlen. Gerade im Immobiliensektor gibt es so viele Kredite, die dann nicht mehr. Bezahlbar sind, weil sie auf variablen Zinssätzen beruhten, was sowieso Käse gewesen ist. Die Leute dachten nur, es geht immer weiter, es geht immer weiter. Wir hatten alle Angst vor ganz großen negativen Zinssätzen. Ähm, die Frau Lagarde hatte ja davon gesprochen, dass, äh, die ist ja jetzt Präsidentin der EZB, dass es ja sogar 5 bis 10 Prozent negative Zinsen geben könnte und ähm, ja, die Leute haben ähm, dann auf sie gehört, haben gesagt, cool, da können wir uns ja mehr verschulden, da wird nichts passieren. Und jetzt ist es auf der anderen Seite, es heißt immer höher weiter und noch länger und Zinsen gehen hoch, Leute haben Probleme, die Banken haben Probleme und die Banken müssen jetzt gestützt werden. Insgesamt haben die Amerikaner äh, ja ein QT gemacht, also ein Quantitative Tightening. Das heißt, sie haben versucht, die Geldmenge, die sie aufgebläht haben, wieder ähm, ja in den Geist praktisch in die Flasche wieder zurückzudrücken. Und da ist Folgendes passiert: Wir haben ungefähr 1,3 Billionen auf Deutsch, Australian auf Englisch haben sie wieder reduziert diese Geldmenge. Und innerhalb von wenigen Tagen durch die Bankenkrise haben sie jetzt ein Drittel, so fast. Ähm, 450 äh, Milliarden mussten sie jetzt wieder ins System geben. So viel Geld ist abgezogen worden, wandert dann in irgendwelche Wertpapiere, in irgendwelche Fonds, teilweise auch in Bitcoin. Guckt ihr den Bitcoin-Preis an, er hat sich ja in wenigen Monaten schon verdoppelt wieder, fast verdoppelt. Und ähm, ja, äh, wir sitzen eben da und äh, beobachten das. Hier in Europa, Credit Suisse. Äh, das wird missgemanagt seit vielen, vielen Jahren äh, schon oft als so auch die Deutsche Bank als der gehende Tote, als der Walking Dead bekannt. Und diese Bank ist in massiven Problemen und soll jetzt angeblich dann doch, äh, so zumindest die Financial Times, in den Armen der, ihres Bruders, der UBS, der Schweizer Bankgesellschaft landen. Man muss sich mal vorstellen, die waren ich kann mich noch gut erinnern, die waren gleich groß, die beiden Banken. Und die UBS ist jetzt, wenn du den Marktwert anguckst, fast zehnmal so groß wie die Credit Suisse. Und die Schweizer möchten gerne die, das Risiko Credit Suisse auch für den Finanzplatz Schweiz möchten sie beseitigen und sind dabei, jetzt die zu drängen, vielleicht schon am Wochenende von der UBS übernommen zu werden und damit von der Bildfläche zu verschwinden. Das ist das, was uns in positiver Weise droht. Es werden viele schwache Institute verschwinden. Die großen werden immer größer werden, werden damit too big to fail werden, also zu groß, um pleite zu gehen. Insgesamt wissen wir nicht, wie lange das System sich noch am Leben hält. Ich glaube, wir haben gesehen in den letzten Jahren, als es die Pandemie gab, die, die uns ja alle betroffen hat, haben wir gesehen, dass es möglich war, die Geldmenge in manchen Ländern zu verdoppeln. Ja? Und äh, da ist also viel Platz, das sind alles ganz kleine Beträge. Ja, wenn du hörst 500 Milliarden, das ist unglaublich viel Geld. Aber insgesamt im Gesamtbetrieb, Picture im Gesamtbild ähm, gar nicht mehr so viel, wie es sich anhört. Die Amerikaner beispielsweise haben inzwischen ähm, über 120 Prozent des Bruttosozialprodukts als Verschuldung. Die sind irgendwo bei 31 Billionen Verschuldung. Und dann kommt es auf eine halbe Billion mehr oder weniger nicht mehr an. Und wenn eine Bank pleite geht und braucht eben mal 40 oder 50 Milliarden, dann ist es ja nur ein Zehntel von dieser halben Billion. Von daher, immer schön mit offenen Augen durch die Gegend gehen, keine Panik fahren. Wir freuen uns grundsätzlich auf Crashs, weil da können wir Geld verdienen. Wir können A, im Trading Geld verdienen, da können wir nämlich auch etwas verkaufen, was wir nicht haben und davon oder damit Geld verdienen. Und wir können natürlich auch, wenn wir dann sehen, und wir können das sehen, wenn wir es gelernt haben, wenn sich ein Boden einstellt, können wir davon profitieren und sehr billig dann echte Werte kaufen. Ja. Denn es gibt äh, Gesellschaften, die immer Geld verdienen, die wirklich sehr positiv wirtschaften und die kannst du dann sehr billig einkaufen, weil irgendwelche Leute paniken, weil sie Angst haben, dass morgen die Börse zumacht oder sonst wie oder diese Aktien am Index sind und dieser Index äh, stark fällt. Und äh, schau dir mal an, was passiert ist, als es diese Pandemie gab. Da fiel der DAX auf 8000 Punkte und stieg dann im Nachgang auf 16.000. Und die Frage ist, hast du damals davon profitiert, ja oder nein? Wenn ja, dann weißt du, wie es geht. Wenn nein, solltest du es lernen. Und dann empfehle ich dir einmal einfach ein Gespräch. Mit einem meiner Mitarbeiter, um vielleicht bei mir in die Ausbildung zu kommen oder zumindest hier die Videos auf diesem Kanal zu verfolgen und auch mal bei einem Workshop live dabei zu sein, wenn ich mal wieder einen mache. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Nicht paniken, sondern Geld streuen zu einem sicheren Haus gehen, zu einem größeren, großen Haus gehen und ein bisschen Intelligenz sein. Ja, super. Bis dann, der Olli.